Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Aikai und heute mal ein Wunsch-Review zu einer sehr grafisch anspruchsvollen App. Viel Spaß! So, ein bisschen lange Wartezeiten, aber das ist immer so bei grafisch anspruchsvollen Spielen. So, Bladeslinger. Umrecht können wir uns hier bei Kerosene anmelden oder ein Feedback per E-Mail senden. Hier unten können wir fortfahren oder ein Kapitel auswählen. Ich wähle jetzt mal von ganz vorne aus, so. Chapter 1. After years at war, William returns home to Hammer Speak to find out things aren't as he left him. Ja, hört sich schon mal vielversprechend an, er kehrt zurück und es ist nicht mehr so wie vorher. So, hier könnt ihr schon mal sehen, die Grafik ist ziemlich gut. Alles sieht realistisch aus. Alles schön scharf. Könnte man sagen, der Wilde Westen, bloß ein bisschen moderner. Da seht ihr schon mal den Hauptdarsteller. Den Bladeslinger. So, hier unten rechts könnt ihr schon mal seinen Blade sehen. So, bewegen tut ihr euch eigentlich so ähnlich wie beim Nintendo DS. Einfach nur in die Richtung ziehen, in die ihr gehen wollt. So. Zum Beispiel drehen könnt ihr euch, indem ihr mit zwei Fingern über den Bildschirm dreht. Da seht ihr auch mal sein Gesicht. So. Zum Beispiel gibt es dann noch verschiedene Features, wie wenn ihr mit zwei Fingern doppelt tippt, macht ihr eine Rolle. So. Dann habt ihr hier einmal euren Rucksack. In dem Rucksack habt ihr zum Beispiel euren Lebenssaft, der euch Leben wiedergibt. Im Pausemenü könnt ihr euch zum Beispiel hier noch Erweiterungen für euren Charakter kaufen. Verschiedene Effekte, verschiedene Spezialangriffe, alles ganz gut. Aber ich zeige euch jetzt mal, wie so ein Kampf ungefähr aussieht. Die Dinger sehen verdammt hässlich aus. Anscheinend ist hier was im Dorf passiert. So, wie ihr sehen könnt, kann ich den Gegner anschießen, indem ich ihn berühre. Und sonst ist das eigentlich ähnlich wie Infinity Blade, bloß dass sich der Gegner auch bewegt. Das heißt, ich muss quer über den Bildschirm streichen, damit ich den Gegner töten kann. Und ihn berühren, wenn ich auf ihn schießen möchte. So, das war jetzt mal ein Beispielkampf, der war ziemlich schnell vorbei. Später werden die Gegner stärker und vor allen Dingen, es werden noch mehrere Gegner sein. Das heißt, ihr kämpft manchmal auch gleichzeitig gegen zwei Leute, aber es kommen nach und nach, wenn ihr einen tötet, immer einer dazu. Also es ist schon ziemlich, ziemlich außergewöhnlich, das Spiel. Zum Beispiel haben wir jetzt schon zwei Gegner hier. Das heißt, wir müssen uns um einen kümmern und danach aufpassen, dass uns der andere nicht von hinten angreift. Also es ist ziemlich brutal. Nicht so wie bei Infinity Blade, wo ihr nur gegen einen Gegner kämpft und dann ist immer alles das gleiche, sondern hier habt ihr auch eine gute Story. Und ihr kommt auch in andere Stadtteile und ja, es ist einfach nicht so zielgerichtet wie bei Infinity Blade. Wenn ein Gegner benebelt ist, kann man ihn mit speziellen Attacken außer Kraft setzen. Da muss man, wie ihr hier gerade gesehen habt, über den Bildschirm fahren und spezielle Symbole nachzeichnen. Aber das passiert nur, wenn man Sternchen über den Gegner sieht, weil dann ist der benebelt. So. Nach jedem Kampf habt ihr irgendwelche neuen Dinge eigentlich angelockt, die könnt ihr euch dann im Shop kaufen. Und so, kommen wir zu meinem Fazit. Das Spiel macht auf jeden Fall eine Menge Spaß. Man kann seinen Spieler aufleveln. Es gibt natürlich ein paar Nachteile. Also während den Kämpfen ist die Kamera nicht immer gut dabei. Also sie ist manchmal steht sie komplett falsch. Und natürlich die Gegner bleiben immer die gleiche, diese hässlichen Kreaturen. Aber was wir machen? Aber ich finde, es macht auf jeden Fall Spaß. Man muss nicht nur mit einem Schwert kämpfen, sondern man kann auch schießen. Also es macht auf jeden Fall Bock. Ein bisschen Abwechslung. Und dass das Ganze so ein bisschen Western-typisch ist, verleiht dem Ganzen noch ein bisschen so einen geilen Flair. Also von mir auf jeden Fall für 2,69 auf jeden Fall eine Kaufempfehlung und wir sehen uns das nächste Mal.